Die werden über das interne COM-System der Helme eingespielt. Das haben alle so einen Rückwärts. Wenn jemand den Rückwärtsgang im Rover einlegt, fängt bei allen der Helm zu piepsen an, damit alle gucken, ob sie nicht vom Rover überfahren werden. Wir haben da nämlich schlechte Erfahrungen gemacht. Sehr schlechte Erfahrungen. So. Warum wackelt der Rover so komisch? So. Weil meine Überlegung wäre natürlich, wenn wir das alles sauberst mit Ground-Taffern versehen und es dann miteinander verbinden, dann kann doch eigentlich nichts mehr schiefgehen. So, das sieht jetzt aus wie so eine konspirative Gruppe hier. Die Moonboy-Band. Das ist noch ein bisschen zu weit. So. Jetzt wartet mal. Wir haben ja gelernt, wir machen jetzt als erstes den Ground-Taffer an. Zack. Und dann heben wir es an. Damit das nicht wieder in der Gegend rumhüpft, wie nichts Gutes. So, zack. Ah, der Trick scheint zu funktionieren. Gut. Kann ich es direkt nochmal anheben, oder? Ne, der eine steht zu weit weg. So. Lalalala. Lalalala. Jetzt sollte ich wahrscheinlich den Ground Taffer gleich mal ausmachen. Mal gucken, was passiert. Alles gut. Alles ist super. So, nee, das funktioniert so scheinbar nicht. Okay. Warum nicht? Kann man das irgendwie anders attachen? Kann man so attachen? Ist einfach zu weit, oder? Ist wahrscheinlich zu weit, ne? Ich muss ein paar... Huch, das war ein Escape zu viel. Ich muss wahrscheinlich ein bisschen näher ran. Vielleicht muss ich da auch hochfliegen. Inventory. Mein Inventory. Ich muss das mal, diesen 5-Tonnen-Port mal ablegen. Wenn ich nicht so schwer bin. So. Ich stelle mich mal hier wieder auf mein geheimes Baufach. Ja, bleib mal da stehen. Komm, ich weiß, dass du das kannst. Du hast das schon mal gemacht. Oder auf dem Bohrer. So. Ist auch. Komm schon. Ich weiß, dass es geht. Danke. So. Ah! Very well. Very well. So. Der Skycrane ist nur eine Antriebsstufe. Ja. Richtig, der Skycrane ist tatsächlich nur eine Antriebsstufe, aber der Skycrane ist theoretisch, wenn wir ihn mitnehmen können, das teste ich jetzt mal, wie schwer der ist. Oh, und maul mich erstmal voll ab. So, wie schwer ist er? Cool, den kann ich sogar selber tragen. Und AQ5 oder AQ5 oder AQ oder einfach nur AQ. Hey, willkommen bei den Kommonauten, ganz viel Spaß beim Zugucken. So, und jetzt gucken wir mal, wie wir das hier rangedengelt bekommen, ohne uns die Knochen dabei zu brechen. Ich könnte mich mal versuchen, da drauf zu stellen. So. Jetzt wird hier wieder alles auf... Ah, schade. Immer noch zu far. Immer noch zu far. Da müssen wir es richtig nah ranlegen jetzt hier. Okay. Könnt vielleicht auch diese komischen Seitendinger mal einfahren, ne? Das würde auch vieles helfen, so von der Größe her. Fällt mir gerade mal so auf. Damit ich nicht meinen Rover noch weg-trigger. So, jetzt mit ein bisschen Glück. Aha! So. Mist. Immer noch nicht. Wie nah denn noch? Muss echt nah sein, scheinbar. Na gut, können wir es irgendwie, kriege ich es bis darauf? Nee, aber ich könnte es daran. Das ist keine gute Idee. Das ist auch keine gute Idee. Auch keine gute Idee. Ah, ich könnte es hinten ran bauen. Genau, wir bauen es einfach hinten ran. Warte mal. Das müsste gehen. Vielleicht. Vielleicht geht das. Vielleicht auch nicht. Chilimann, vielen lieben Dank für dein Follow und ganz viel Spaß beim Zuschauen. Wir haben doch schon eine Winch. Ich habe aber keine Winch mit dabei.
Habe ich nicht. Und bevor ich jetzt einen Kran baue und den hierher fliege, improvisiere ich das aber eben durch mit den Mitteln, die da sind. Raumfahrt ist auch mal improvisieren können. Seht ihr? Geil. Dann kann man sogar abdocken. Guckt. Aber gut, ich bin der beste Ingenieur ever. Also ich natürlich nicht. Invi ist der beste Ingenieur ever. Wir haben eine neue Verbindung geschaffen, die man sogar ohne Ingenieur wieder lösen kann, indem man einfach auf den Knopf drückt. So, Invi ist total zufrieden mit seinem Job und geht jetzt wieder ins Auto rein. Und ich betrink mich weiter, während wir uns auf die Rückfahrt vorbereiten. Also im Prinzip läuft's doch. Also bis auf die Stelle, dass wir gerade einen Atomreaktor vorhin durch die Gegend geworfen haben und so Zeug. Ansonsten läuft's, kann man nichts sagen. Muss jetzt hoch oder runter klettern. Zack. So. Irgendwo rollen noch zwei Connector-Ports rum. Das ist richtig. Das ist tatsächlich richtig. Die könnte ich noch einsammeln. Die wären ja sonst auch nicht besser. Ich tapp mich hier mal durch alles durch, was ich so an Müll fabriziert habe. Ah, da sind die Connector-Ports. Und da ist der Skunk, der kann die dann mal einsammeln. Zack. Einer. Wo ist jetzt weiter? Da. Bup-bup-bup-bup. Tja, die armen Miner müssen hier wieder aufräumen, weil das Wissenschafts- und Ingenieurspersonal wieder nur Dreck auf dem Moon hinterlässt. Hat der nicht Sprit für die Vitols? Natürlich hat der Sprit für die Vitols, aber ich sagte ja schon, fahren ist viel lustiger. Deshalb fahre ich. Außerdem hat fahren folgenden Vorteil: Man kann nicht abstürzen. Das ist der große Vorteil vom Fahren. Und der hat nicht nur etwas Sprit, die Vitols sind komplett neu betankt. Also die habe ich tatsächlich nochmal nachbetanken können mit dem Rest vom Skycrane. Der Rover ist potenziell vollkommen Vitol-Einsatz-monsterfähig. Aber das sagte ich vor ungefähr 15 Minuten bereits. Ich habe so das Gefühl, ihr hört mir manchmal nicht zu. So. Ja, jetzt habe ich auch noch den Turbo-Heckantrieb, wobei ich mir nicht sicher bin, in welche Richtung der zeigt. Das müsste ich gleich noch gucken, da habe ich nicht drauf geachtet beim Anbauen. Und wir werden, nein, und bevor einer fragt, nein, wir werden ganz sicher nicht den Heckantrieb zünden, um mit Raketenantrieb über den Mond zu fahren. So reizvoll ich den Gedanken an manchen Stellen auch finde, ist es ein dämlicher Gedanke, der uns alle töten wird. Deshalb tun wir das nicht. Ah, warte mal, ich probier's mal in die andere Richtung. Es geht vielleicht kürzer. Ah, tatsächlich ist es kürzer. So. Letzter Mann, der noch an Bord muss, bevor wir zur nächsten Stelle fahren, wo wir hoffentlich noch ein bisschen Trümmerteile einsammeln. Ein Versuch wert. Was soll schon schiefgehen? Dass alle sterben. Ich erwähnte es, glaube ich, gerade schon. Was soll schiefgehen? Alle sterben. Und wir verursachen noch mehr Trümmer. Wir sammeln gerade Trümmer ein. Der Sinn dieser Mission ist nicht, noch mehr Trümmer zu erzeugen. Der Sinn dieser Mission ist, Trümmer einzusammeln und hier mal ein bisschen Ordnung zu schaffen. So, das heißt, wir werden jetzt unseren Rückweg über erstmal diese Stelle machen. Dann fahren wir da drüben noch lang am Kraterrand und gucken, was das ist. Und dann fahren wir wieder zurück zur Basis. So. Nachdem ich meinen Plan ausgiebig erläutert habe, aber wir gucken zumindest mal, dass. Oh nein, so gucken war schon eine dumme Idee. Okay, ich sollte nicht mehr Dinge tun, die ihr sagt. Okay, aber sie wären prinzipiell in die richtige Richtung ausgerichtet. Aber ich habe dann leider hinten noch keinen Bodenkontakt mehr. Also würden wir alle ganz fürchterlich sterben. Ja, genau, mehr Material Kits. Ich glaube, ab einem gewissen Level Material Kits, die man mit der Zerstörung von Raketen erreicht, hätte man auch einfach eine neue Rakete mit Material Kits in so einem, wie nennt sich das? Storage-Dingsbums-Container rüberfliegen können. Das wäre dann irgendwann effizienter gewesen. Ah, aber ihr steht ja auf Roverfahrten, ich weiß das. Ihr habt euch schon viel schlimmere Sachen angeguckt. Was ist das da Schönes?
Das könnte der Probe Core oder sowas sein, ne? Oh, ich habe mein Dings hinten ist ein bisschen seitlich verschoben, ne? Muss ich echt aufpassen. Dass ich den nicht irgendwie kaputt mache. Eine neue Rakete mit Material Kits rüberschicken und die dann abstürzen lassen. Ihr guckt zu viel beim Kühnob und beim Pü. Obwohl Pü kann ich nicht beurteilen. Ich habe von Pü noch keinen KSP-Livestream gesehen. Wie schlimm es bei ihm ist. Was ist bis jetzt in dem Stream geschehen? Alles und nichts. Du hast fliegende Atomreaktoren, fliegende eingeschaltete Atomreaktoren verpasst. Also eigentlich wollte ich nur, eigentlich, wenn man es mal zusammenfassen, wollte ich nur aus dem Rover umsteigen, damit die Typen nicht verhungern. Da sind wir jetzt seit einer Stunde unterwegs. Bisschen mehr als eine Stunde vielleicht. Aber so ergibt sich das halt. So ergibt sich das halt. Eigentlich wollte ich nur alles sicher machen, dass wir den, so wie die Folge auch heißt, hey, Duna, here we come. Ich wollte heute eigentlich nach Duna fliegen mit unserem Duna-Satelliten, der ja schon im Orbit rumkreist. Dafür haben wir aber noch 125 Tage und ich wollte alles erledigen, was irgendwie. Also eigentlich wollte ich die Typen umsteigen lassen aus dem Rover. Das war in 18 Tagen fällig. Und ich wollte in 104 Tagen oder so ist. Welche Raumstation war es? Ich glaube, die Mondraumstation fällig, damit wir dort noch Ressourcen hinbringen. Aber ich bin irgendwie an der Stelle mit aus dem Rover umsteigen hängen geblieben. Naja, und jetzt reparieren wir gerade die Atomreaktoren, die wir umgeworfen haben und so. So zerbröselt der Keks nun mal. Apropos, wer hat denn den Livestream vom Cookie gesehen? Ich war ja unterwegs am Wochenende. Ich hatte noch nicht die Möglichkeit, die mir wieder anzugucken oder mir die Wiederholung anzugucken. Oh, Probe Cores, Reaction Wheels, alles, was man braucht. Wie schwer? Cool. Kriege ich das irgendwie? Wenn ich mich selber auf das Teil stelle, kann ich dann das Teil oben anbauen? Das wäre witzig. So. Schade, aber der schnellste Ingenieur im Westen kann das sicherlich erledigen. Das war nicht der schnellste Ingenieur im Westen. Aber das war nicht schnell genug. So, wartet mal. Gute Kameraeinstellung wählen. Das kann ja nicht unschaffbar sein. Ich muss vielleicht noch ein bisschen näher ran. So, vom Rand starten. Fast geklappt. Einer geht noch. Yes. Sehr schön. Mit einem kurzen Sprung nach oben das nächste Ding aufgetürmt auf unseren Flodderwagen. Also ein Venus-Orbit hat der Keks geschafft, wenn ich das richtig lese. Wann denn? Welches Jahr? 61 oder was? Huch. Mich hat's hingelegt. Okay, dafür fail ich jetzt am Einsteigen komplett. So. Schwere Geburt, aber schlussendlich sind wir drin. So, jetzt gibt es da drüben noch ein paar Trümmerteile anzugucken und dann sind wir auch schon fertig mit unserer kleinen Beschaffungstour. So. Ach, der Turm wird immer höher. Da haben wir schon ganz andere Dinge drauf gebaut, DJ. Frag lieber nicht, was wir schon transportiert haben. Frag lieber nicht. Das Ding sah schon viel schlimmer aus. Moin Devil, wie lange mache ich noch? Also ich denke mal bis 21 Uhr auf jeden Fall, dann vielleicht noch ein ganz kleines bisschen.
Die volle 3-Stunden-Distanz gehe ich heute nicht, weil ich auch heute Morgen schon, ich bin heute schon 5 Stunden mit dem Auto durch die Gegend gefahren. Und da ist dann irgendwann auch mal Schluss und ich muss noch ein bisschen Sachen zusammenpacken für Montag. Stimmt, jetzt hat der Rover auch einen Probe-Core. Ungeahnte Möglichkeiten. Oder ich verschrotte es einfach alles. Mal gucken. So, da hinten müssten diese komischen Treibstoffgondeln sein. Die können wir vielleicht seitlich anbauen. Mal gucken. Das Floddermobil ist unterwegs auf dem Moon und sammelt alles ein für leckere Material Kits. Ich hoffe, das funktioniert dann auch so. Und an den Piriens. Experience? Ah, Experience. So macht es total Sinn. Vielen lieben Dank fürs Hosting. Habe ich gerade gesehen. Sehr lieb von dir. Dankeschön. Ja, wegen Gypsum und Fertilizer habe ich schon geguckt. Du musst den Knopf drücken. Ich kann dir das gleich nochmal zeigen, wenn ich in der Basis bin. Ich kann den Knopf nur gerade nicht drücken, weil ich nicht die entsprechenden Teile habe, die ich dafür benötige. Aber man muss da einen bestimmten Knopf drücken. So. Nein, oh nein, bremsen. Bremsen, bremsen, mehr bremsen. Richtig schnell bremsen. Oh Gott. Die Bremswirkung von dem Teil geht gar nicht. Kleiner Slide. Noch ein kleiner Slide. Wir sliden. Wir sliden. Wir sliden. Oh Gott, brems bitte. Wir sind vielleicht ein bisschen überladen. Erinnert mich daran, dass ich sehr zeitig anfange zu bremsen, wenn wir die Basis anfahren. Wir haben vielleicht ein bisschen viel Gewicht aufgenommen. Aber nur vielleicht. So, nächstes Bauteil. Düt, düt. Zack. So, Jacquard. Vielen Dank fürs Follow. Willkommen bei den Kommonauten. Und Invi muss jetzt nochmal raus zum Arbeiten. So, und dann gucken wir mal, wie schwer diese Dinger sind und ob wir die seitlich angefraggelt bekommen. Und alles nur, um sie dann zu zerstören. Das ist eigentlich, eigentlich, naja. Auch eine Verschwendung irgendwie. Ist bestimmt zu schwer. Nö. Super. Voll gut. Aber das scheint nur so eine Entfernungsfrage zu sein. So. Zack. Ah, super. Gleich mal ein Wheelie, glaube ich. Ist da liegen geblieben? Guck mal, und jetzt zeige ich euch mal, was ich meine. Ich hätte jetzt 12 Units Material Kits bekommen. Und meine Hoffnung ist, wenn ich da drüben einen Container habe, der auf Material Kits umgestellt ist, dass wir dann. Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn hin? Dass wir dann diese Material Kits einsammeln können. Da drüben will ich hin. So, ich bleibe gleich mal außerhalb des Rovers. Das geht wahrscheinlich schneller, als wenn ich jetzt wieder einsteige. Na, vor Ort kann ich es nicht recyceln, aber ich kann es an der Basis recyceln, wenn ich einen Container habe, glaube ich, der auf Material Kits eingestellt ist. Dann müsste das gehen, aber das wollen wir jetzt probieren. Also wir sind ja gerade im Flodder-Modus unterwegs, um genau das zu probieren. Basis Rover. So, der beginnt sich schon ein bisschen aufzubäumen, ne? Na gut, schauen wir mal, was so passiert. Komm schon, dreh dich rum. Ugh. So richtig dolle fährt er nicht mehr. War schon mal besser. War schon mal deutlich besser. Aber ich habe auch echt viel zugeladen mittlerweile. Oh Gott, hoffentlich funktionieren die Bremsen nachher noch irgendwie. So. Wenn ich so viele Container hätte, Elu, ja. Wahrscheinlich. Aber ich wusste auch nicht, dass ich so viel mitnehmen werde. Das war gar nicht. Das wirkt vielleicht manchmal geplanter, als es ist, was ich hier tue. Ich improvisiere auch echt viel. Das war zum Beispiel so gar nicht so geplant, dass ich jetzt hier so eine Riesentour draus mache. Oh Gott, nicht den Invi überfahren. Ganz knappe Geschichte. So. So. Zack. Ganz vorsichtig.
Jawohl. Handbremse. Oh Gott, nicht rückwärts rollen. Gut. Gut. Dann wieder zurück zu unserem Lieblingsingenieur. Zumindest dem einzigen, den wir gerade auf dem Mond haben. Deshalb ist er auf dem Mond unser Lieblingsingenieur. Aber auch der, den wir am wenigsten leiden können, muss man der Fairness halber dazu sagen. So. Zack. Ich nehme jetzt nur den Tank mit. Wieder. Die müssen wir erstmal ein bisschen näher ranlegen. Und jetzt aber. Schwupp, diwupp. So. Machen wir schon Wheelie? Nee, noch nicht. Okay, das zerstören wir jetzt einfach mal. Scheiß auf die 12 Material Kits. So, das sind halt einfach weniger Teile, durch die ich später durchtappen muss. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich das hier gerade tue. So. So, dann steigen wir wieder ein. Kann ich auch Kerbals zu Material Kits verschrotten? Das weiß ich nicht. Ich hoffe A, dass es nicht geht und bin B, nicht bereit, es auszuprobieren. So, da drüben ist. Übrigens hier mal unsere Wohnlage ein bisschen erläutert. Ne? Wir haben hier diese wunderschönen Krater und wir wohnen am Rand dieses wunderschönen Kraters, weil es da so wunderschön viele Ressourcen gibt, von denen wir bisher sage und schreibe Gypsum abgebaut haben. So. Rüdel, rüdel, rüdel. So, 600 Meter geht's nach Hause. Das ist übrigens unsere Landefähre. Die werden wir nicht auseinanderbauen. Und wie ich letztens gelernt habe, soll man nicht gegen Steine fahren. Die sind tatsächlich echt. Man kann da gar nicht mehr durchfahren. Das hat mich sehr überrascht und mich fast ein Rad an diesem Rover gekostet, als ich es rausgefunden habe. So, und da ist übrigens die wunderschöne Sonne, die hier scheint, während wir unseren Ausflug machen. Mit unseren geilen Plüschwürfeln. Und weiß ich gar nicht, was kann man hier so einschalten? Irgendwelche Sachen. Ach, guck mal, eine Karte. Wie geil. Das sind wir. Hoffe ich. Sind wir das? Ich weiß es nicht. Tütüt. Welcher Sitz auch super scary ist übrigens, ist der hier. Das finde ich total fürchterlich. Den Fahrmodus. Aber man sieht alles auf jeden Fall. Wir zünden die Raketen nicht. Das habe ich doch relativ deutlich gesagt gehabt, oder? Keine Raketen. Aber es sieht sehr raketenmäßig aus. Auf jeden Fall. So. Das brauchen wir alles echt überhaupt nicht mehr. Ist ja noch die Frage, ob wir Material Kits damit auffangen können. Das wäre richtig geil. Das wäre richtig, richtig geil. So, aber als allererstes Mal ist ja die Primärmission natürlich zu sagen, wir wollen einen neuen Anker hinstellen, damit wir unsere Fertilizer-Fabrik endlich mal in Betrieb nehmen können. Und die würde ich hier, glaube ich, ein bisschen außerhalb des Reaktors hinstellen, dass wir nach außen wegbauen. Damit wir einfach die Wohneinheit. Warum ist hier so hell? Echt Sonnenschein, ne? So, ich fange mal an zu bremsen. Boah, das war schon wieder reichlich spät, ne? Ich fange mal an zu bremsen und zu lenken. Gereicht hätte es nicht im Frontalfahren. Ich wäre voll gegen den Atomreaktor gefahren.
Nee, wäre ich nicht. Oh, guck mal, wie ich Millimeter vor dem Atomreaktor gebremst hätte, aber da war ich doch zu feige für. So. Ich glaube, hier ist ein ganz guter Punkt, um die Handbremse einzulegen, damit keine Unfälle mehr passieren. So, jetzt kommt unsere Geheimwaffe, der Ingenieur, wieder zum Einsatz. Das ist schon wieder alles ein Gebastel, ey. Ein Gebastel hier. So, als allererstes Mal müssen wir das da mal wegmachen. Ich probiere jetzt mal was aus. Und zwar müsste eigentlich, wenn hier in der Nähe irgendwas ist, was Dinge aufnehmen kann mit Material Kits, müsste, wenn ich das Ding da kaputt mache, Material Kits gespeichert werden. Irgendwo. Ist mir auch egal wo, aber die Meldung müsste nicht mehr kommen mit, sie sind weg. Okay. Jetzt können wir mal gucken, ob ich irgendwo an der Basis, an der Basis, an der Basis, ja, danke. Machinery speichere ich da. Ich habe nichts für Material Kits. Das ist natürlich ärgerlich. Aber wenn ich umgepumpt habe, könnte ich, wenn der Rover leer ist, könnte ich Material Kits erstmal im Rover speichern. Aber ich habe nichts, um Material Kits einzuspeichern. Das ist echt traurig. Okay, also Lektion, ich brauche irgendwas, um Material Kits zu speichern. Die braucht man wohl zum Arbeiten. Die braucht man wohl. Okay, ja, ich habe zu wenig von diesen Tankdingern. Ich brauche mehr so Tanks. Ich muss hier mal, glaube ich, einfach ein Warehouse herbringen. Also ein echtes Lagerding, in dem ich Sachen einlagern kann. Das wäre tatsächlich mal eine Maßnahme. Okay, also wir haben gerade nichts zum Speichern, deshalb geht auch nicht. So, gut. Dann machen wir das Ding jetzt mal kurz weg. Dum, du -dum, du -dum, du -dum, du -dum. So, sammeln wir die mal ein. Kann man ja immer mal gebrauchen. Gut, und jetzt sind wir zu fett zum Fliegen, also packen wir das erstmal weg. Jetzt holen wir uns mal die Bauteile. Das heißt, als erstes werden wir da oben dieses Ding einfach ablegen. Und dann nehmen wir uns den Ground Taffer und bauen den rüber. Oder den, wie heißt es? Landing Module Kram. Den bauen wir dann um. Oh, seriously. Okay, ich lade es im Rover ab. Dum, didum. Mit kleinen Schrittchen schleppe ich mich mit einem Betonklotz rüber. Das dauert jetzt einen Moment. Das ist der Entengang-Tanz. Armer kleiner, irgendwie muss ich da über den Mond schleppen. So. Kleine Trippelschritte, ganz kleine Trippelschritte. Jawohl. So, ja, hier sieht gut aus. Hier scheint noch Platz zu sein. Gut. So, dann einmal ein paar Schritte zurück und ab nach oben gestartet. Also, ich würde jetzt mal gucken, dass wir das Ding hier einfach abbauen. Halt, 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 halt. Einfach stehen bleiben, Dankeschön. So. Und hier irgendwie abtropfen lassen. Warum? Warum? Dämliches Spiel, warum? Das war ein winziger kleiner Korb, der wo überhaupt hingeflogen ist? Da hinten hin. Fängst du dich bitte? Fang dich, fang dich. Oh Gott. Ach, gut gegangen. Korb rotiert auch noch hin.
Was ist nur los? Was ist nur los mit diesem Spiel? So, okay. Gut. Düp.